Carlos Kleiber war ein Dirigent, der sich keine Beliebigkeit erlaubt hat und der sich auch nie bei einer Beliebigkeit erwischen ließ. Er war selbstkritisch bis zur Schrulligkeit. Kleiber hat sich immer rar gemacht und nur ganz wenige Plattenaufnahmen hinterlassen. Diese wenigen Aufnahmen gelten aber allesamt als exemplarisch. Dazu gehören auch die Aufnahmen von Beethovens 5. und 7. Sie entstanden kurz nacheinander in Mitte der 70er Jahre mit den Wiener Philharmonikern und sind heute zusammen auf einer CD zu hören. Kleiber hat sich in seinem Perfektionismus immer auf nur ganz wenige Stücke beschränkt. Und so habe auch ich die 7. unter ihm noch im Nationaltheater live erlebt. Und jeder, der ihn mal gehört hat, der Konzerte von ihm gehört hat, der erinnert sich an ihn als Dirigenten der hitzigen Erregung, als Ekstatiker. Er war nicht umsonst berühmt als Dirigent von Wagners Tristan und von Verdis Othello. Das Leichte der Fledermaus oder im Rosenkavalier lag ihm auch ganz besonders, aber das ist bei Beethovens 5. und 7. bekanntlich weniger gefragt. Es ist nun höchst interessant, die Erinnerung an den Ekstatiker Kleiber mit Hilfe dieser Aufnahmen zu überprüfen. Denn die beiden Symphonien kommen einem Ekstatiker entgegen. Es ist eine Musik höchster Daseinsbejahung und eines unermesslichen Lebenswillens. Es ist eine Musik voller Energie, die sich bei der 5. in einem triumphalen Finale entlädt und in der 7. als Apotheose des Rhythmischen. Das Überraschende ist nun, wenn man sich das anhört, das Tempo in beiden Symphonien ist vergleichsweise gemessen. Kleiber verliert sich nicht in einer Hetzerei, nicht im elementaren Exzess. Es geht ihm auch nicht um ein schneller, höher und weiter, auch nicht um eine sportive Demonstration von Orchestervirtuosität. Kleiber zelebriert eine kontrollierte Ekstase. Er inszeniert eine ungestüm vorwärts drängende Energie, die in beiden Symphonien vor allem in den Ecksätzen zu erleben ist. Bemerkenswert ist die Frische dieser 45 Jahre alten Aufnahmen. Der herrschende Beethoven-Geschmack hat sich nämlich seitdem stark verändert. Man spielt heute mehr mit dem Florett als wie mit dem Säbel früher. Der traditionelle, wuchtige, pathetische Stil ist so gut wie verschwunden. Die historisch informierte Spielweise ist dazugekommen. Auch sie betont den Schwung, auch sie verteidigt mit Kleiber Beethoven gegen das Klischee des Titan. Kleibers Aufnahme hat trotz dieses Wandels nichts an Bedeutung verloren. Denn sie bringt, auch dank der Wärme des Klangs der Wiener Philharmoniker, die Ekstase mit einem klassischen Maß zusammen, das mehr von innen glüht und auch nie forciert wirkt. Der großartige Spannungsaufbau durch diese vorsichtige Zurücknahme und erneute Steigerung ist das große Wunder von dieser Aufnahme. Das andere, und da überragt sie auch wieder Mount Everest, andere große Beethoven-Aufnahmen, das andere ist die subtile Differenzierung und der ganz besondere, goldgrundig warme Klang der Wiener Philharmoniker mit ihren rauschenden Hörnern, die besonders schön im Scherzo der 5. zu hören sind. Und wenn dann im letzten Satz der 5. die Posaunen dazutreten, jagt das auch bei mir, bei wiederholten Hören, immer noch wohlige Schauer über den Rücken. Die Wiener Philharmoniker klingen unter Kleiber auch in der Ekstase noch bei allem Temperament zart und kultiviert. Die Aufnahme der 7. ertränkt das Allegretto nicht im Pathos, sondern wahrt eine Leichtigkeit, wie sie einem Allegretto-Satz zukommt. Es gibt auch nur ganz wenige Aufnahmen, in denen das Oboen-Solo im ersten Satz der 5. ähnlich verloren wirkt, als Stimme des Menschlichen im Drama. Eine weitere Stärke ist die an Schubert erinnernde Verhaltenheit der leisen Passagen im zweiten Satz der 5. Überhaupt gibt es in diesen beiden Symphonien eine unglaublich differenzierte dynamische Spannweite zwischen laut und leise, die in Beethoven-Aufführungen ganz selten zu hören ist, wo meistens kraftvoll nach vorne gespielt wird. Deshalb bin ich mir sicher, Kleibers Aufnahmen dieser beiden Symphonien haben Bestand. Sie setzen nicht nur Maßstäbe im Beethoven-Jahr 2020, sie werden auch noch beim nächsten Runden Beethoven-Jubiläum Maßstäbe setzen.